Hallo und herzlich willkommen. Wir sind hier wieder bei Die Gilde und sind wieder dabei, unsere Dynastie auszubauen. Wir sehen hier einen Blick, quasi gucken wir mehr oder weniger aus der Mine raus. Ich bin ein bisschen hier reingeklippt. Wenn man einmal drin ist, kann man sich da ganz gut umgucken. Natürlich werde ich euch unterstützen. Da sieht man, wohin die Straße führt. Mitten ins Nichts. Beziehungsweise... Ne, jetzt wird es gerade nicht mehr. Da. Das ist quasi einfach nur eine Brücke, die geht da wieder komplett runter. Sehr schön. Ja. Nichtsdestotrotz haben wir noch einiges zu tun. Der Igram hat gerade ein bisschen gequatscht. Ich gehe davon aus, dass das hier war. Es ist mir eine Freude. 80%, das heißt ja, wir lassen den nochmal quatschen, damit er seine Angetraute möglichst schnell ehelichen kann. Hier waren wir noch nicht ganz fertig. Wir können noch einen weiteren anstellen. Na, machen wir natürlich. Wunderbar. Sehr schön. Jemand ist in eines eurer Gebäude eingebrochen. Ah, sehr gut. Und dann hoffen wir natürlich, dass wir jetzt ordentlich Geld machen. Ich bin überlegen, ob wir direkt die anderen Garnisonen noch bauen sollen oder nicht. Du bist jetzt der bunte Haufen. Der bunte Haufen. Noch kaum Einnahmen, 15.000 Ausgaben. Das dauert noch, bis da genug reinkommt. Das wird noch gut dauern. Ja. Da werde ich auf jeden Fall noch gucken müssen, was wir da am besten machen. Du bist auf jeden Fall... Im Oberland war das, ne? Genau, du bist im Oberland unterwegs. Das ist schon mal gut. Du hast gerade aufgehört zu quatschen. Und mach das direkt nochmal 92%. Was ist mit unserem anderen Lee? Ich hab nämlich ziemlich Hunger. Der hat gerade was anderes zu tun. Rumstehen. Einfach so. Okay, warte. Ist vielleicht hier im Haus alles fertig? Ja, ist es tatsächlich. Wir machen wieder ein bisschen Rufmähren. Aber direkt noch eins da rein. Damit das noch eine Weile lang passiert. Was die Kinder angeht, da ist noch mehr als genug zu tun. Wunderbar. Unsere Helga hat gerade ein kleines Level abbekommen. Boah, was geben wir der? Klugheit. Wir machen die ein kleines bisschen cleverer. Oder? Ja, doch. Ist ja schon gedrückt jetzt. Ja, perfekt, wunderbar. Ich kann gerade nicht. Dann könnte die probieren. Das ist 30%, okay. Trotzdem. Ach, du bist schon fertig. Nee, du hast gar nichts gemacht. Ihr beehrt mich. Machst du bitte, danke. Wir müssen natürlich gucken, dass wir uns noch hier ein bisschen mehr erweitern. Der hat zu tun, da ist alles zu tun. Du bist... Ich kann gerade... Verheiratet mit der Helga, ne? Das warst du. Helga, wo bist du? Da. Ich bin gerade beschäftigt. Ich eile. Genau, geh mal da einen Kuss dir holen. Bin beschäftigt. Du machst. Das. Ich hab keinen Ehepartner. Doch, du hast natürlich einen Ehepartner. Hier ist nochmal die Ehepartnerin vom Arndert. Arndert müsste Eikir jetzt gewesen nicht, sein. Kann das sein? Ja. Ja, du machst das. Ihr habt die Aufmerksamkeit einer Gilde erregt. Macht ihr das jetzt mit dem Arndert?
Jetzt wir wollen das nicht, Benno. Oder ist das der Idee, das ist der Ebert, oder? Ich bin gerade beschäftigt. Hat der Arndt noch keine Frau? Doch, klar, sonst hätte er ja das hier nicht. Verheiratet. Mit wem? Verdammt noch eins, mit wem? Stammbaum. Ich kann gerade nicht. Das ist der Arndt. Nun? Der ist verheiratet mit Ursel. Ach du je, mit Ursel. Ist denn Ursel? Ach, deswegen kriegt er nicht. Die Ursel, die haben wir hier. Da haben wir die Ursel. Okay, Ursel. Du läufst zum Marktplatz, bitte. Was ist das? Von einer Gilde eingeladen. Die Gilde der Handwerker. So, dann lassen wir die Ursel kurz alles da verkaufen. Ist die schon das? Tatsächlich, das geht auch schnell. So, Ursel, verkauf mal alles, was du da hast. Das hast du fantastisch gemacht. Alles weg, nochmal schön 2000 bekommen, perfekt. Dann kann die Ursel mal normal arbeiten. In Anführungszeichen, was auch immer das heißen soll. Okay. Folgendermaßen. Ich kann hier gerade unmöglich. Der hier ist bald. Ja, den können wir im Grunde schon fast in Rente schicken. Jetzt nicht, bitte. Der Wiebald, das ist der Erbe. Das ist der Erbe. Dann mach schnell. Du mal einen Kuss. Und der hier macht jetzt auch. Jawohl. Den Kuss. Und der Arndt macht jetzt auch. Ja. Den Kuss. Die Helga ist schon dran. Bin und der Ebert muss noch seine Frau kriegen. Und dann haben wir alle unsere Kinder fertig. Das klingt doch ganz gut. So. Ebert hat das schon fertig. Dann tanz mal eine Runde. Wunderschön. Ja. Das geht schnell. Ist so. Was? Und dann macht ihr. Oh, Feierabend? 18%. Was ist das? Ja, probier mal. Das ist. Hör doch mal auf, mich immer anzuklicken. Höchstwahrscheinlich nicht so ganz funktionieren. Gut. Feierabend? Was ist so, das? Tanzen. Selbstverständlich. Nun? Du bist auch schon fertig. Du könntest mal Süßholzraspeln versuchen. Das ist auch eine sehr hohe Prozentzahl. So, die sind jetzt zu Hause und legen gleich los. Du hast Süßholzraspeln gemacht und... Ja, geschafft. Sehr gut. Dann noch mal ein bisschen damit. Ich bin zur Stelle. Oh, was für ein Stress hier. So viel Klickerei. Hier, was hast du? 65%. Ja. Das sollte doch funktionieren. Da bin ich was ist? Ganz positiv von überzeugt. Ich kann hier 30%. Mal gucken, ne? Ihr wünscht so, mich und zu jetzt die Helga. Bin beschäftigt. Mit 30% auch mal. So, und dann ist das hier zu Hause ein ziemlich buntes Treiben gerade. Jemand mag euch. Ah, der Ikram ist gerade fertig. Wie sieht's aus? Ja, mein Herz. Nochmal, komm, mach. Das hat nicht geklappt. Okay. Der Ebert muss später nochmal. Ich kann ihn gerade unmöglich ist betrunken. Geh erstmal weiterarbeiten. Nun? Was machst jemand du? Erwartet ein du Kind. Kannst auch weiterarbeiten. Ich wollte aber nicht mit dir mitlaufen. Mit dem Rest warten wir. Jemand erwartet ein Kind. Stört mich doch nicht. Wie kommt? Ihr du bist schon fertig wieder. Mir gerade einen Becher du kannst habe. Jetzt den Heiratsantrag machen. Jawohl. Oh, was ist passiert? Erwartet ein Kind, erwartet ein Kind. Perfekt, wunderbar. Ich bin beschäftigt. Wir gehen mal kurz hier ran. Der fragt gerade, sollen wir heiraten? Was ist? Ich bin gerade verhindert. Wollt ihr? Ich will
Ja, ihr seid eine Wissenschaft. Okay. Was ist? Dann heiraten wir auch. Wenn ich euch in der Kirche. Ja, oh, welche Freude. Lass uns losspringen. Wir stehen nämlich schon direkt vor der Kirche. Was können wir machen? Ich möchte... Ah, ja. So sei es. Der Bo. Wunderbar. So, dann können die in Ruhe heiraten. Eine Hochzeit findet statt. So, perfekt. Das läuft doch richtig gut. Unsere Familienplanung ist nahezu ausgezeichnet. Du arbeitest weiter. Du arbeitest weiter. Du arbeitest weiter. Ich bin gerade verhindert. Du bist zu jung, zu jung, zu jung, zu jung. Wer ist denn jetzt alles schwanger? Die Ursel? Helge hat's nicht geschafft. Der Ibert hat's auch nicht geschafft. Und die Leike ist schwanger. Okay, das sind die beiden. Leike und Ursel. Es müssen noch Eike und Helge. Ja, Eike und Helge. Dann haben wir da nochmal alles drumherum geschafft. Und dann wird das eine verdammt riesige Generation, die nächste. So. Wie sieht's aus? Ich bin gerade. Das ist nicht ganz fertig, wir warten noch ab. Ich bin der Igram, der ist noch am Heiraten quasi. Ja, ihr dürft die Braut küssen. Wunderbar, fertig, danke, tschüss. Ja, hat gefunktioniert. Ja. Was gibt es? 20%. Das ist doch nur 24%, weil... Wird erledigt. Weil ich so viel hab, oder? Wie, ich hab keinen Ehepartner, willst du mich wachsen? Was ist das? Der stand doch gerade noch neben mir. Okay. Warte. Gerade geheiratet. Was gibt es? Und zwar die Anneke. Die Anneke. Ist was? Was ist mit der Anneke? Warum ist die gerade nicht da? Ja. Lass mich hineinschauen. Willst du mich verarschen? Ich eile. Geh raus hier. Los. Ab. Und du auch. Nee, du nicht. Du. Ich bin zur Stelle. Raus ja. Da. So, wunderbar. Nochmal kurz Pause. Was und jetzt. Das? Jawohl. Sehr schön. Ein Küsschen. Wunderbar. Ein Sicher. Tänzchen. Lalala. Haben wir einen Kreis gedreht. Perfekt. Und jetzt. Ja? Sind es 29%. Wird erledigt. Na komm, dann geht's versuchen wenigstens. Die Prozentzahlen sind echt gering, weißt du? Das liegt aber, glaube ich, echt daran, dass wir schon so einen riesigen Stammbaum hier haben. Aber die müssen wenigstens ein Kind kriegen, wenn nicht sogar zwei. Puh. Ich kann Wer ist das hier? Nicht. Das ist die Eike. Die braucht eigentlich kein Kind mehr. Ich kann gerade nicht. Die Leike kriegt noch eins, braucht keins mehr. Bin ich gerade unmöglich. Die Ursel kriegt eins, dann reicht das auch. Ich bin gerade beschäftigt. Die Helga. Ich bin gerade beschäftigt. Ich kann hier gerade unmöglich Anneke. Weg. Die brauchen auf jeden Fall noch. Ja, lass mal kurz laufen. Wie das hier aussieht. Verkackt. Jetzt nicht, bitte. Verkackt. Okay. Warum? Warum? Du hast eine Fruchtbarkeit von 120. Die Anneke hat eine Fruchtbarkeit von 120. Warum?
Warum läuft das auf so eine niedrige Zahl aus? Das wirklich, weil ich so viel Nachwuchs habe? Anders kann ich mir das gar nicht erklären, weil die Fruchtbarkeit ist 102%. Die sollten sich an der Schulter berühren und zack, ist er schwanger. So viele Punkte sind das. Ja? Die Produktion wurde so unterbrochen. Bin beschäftigt. Du kannst arbeiten. Was müssen die jetzt noch abladen? Die hat doch nur ein bisschen Candies da. Ja, mach was du willst. Produktion unterbrochen. Da müssen wir kurz mal nachgucken. Das bist du. Wo bist du? Ach, du bist hier drin. Dann. Was ist das alles, verdammt? Hier Kupfer, Flohmittel, Tonerde, Eisenerz. Pack das ruhig mal ein und das hier auch. Wo ist es jetzt? Wo ist die Tonerde? Habe ich auf den Boden geworfen? Wir gehen mal kurz hier raus. Und dann nehmen wir uns nochmal die Anneke. Ich bin gerade beschäftigt. Die läuft ab zum Marktplatz. Dann schnappe ich mir den Kram. Ich bin gerade beschäftigt. Der steht so rum und überlegt, was er tun kann. So. Das mal kurz zu. Wir nehmen hier diese Barren, verkaufen die. Wunderbar. Und dann schicken wir die hier jetzt mal wirklich arbeiten. Macht sie jetzt was? Scheint so. Ja. Sehr gut. Die ist jetzt normal am Arbeiten. Alle sind normal am Arbeiten. Sind auch schon ordentlich Einfluss am Generieren. Das passt schon mal super. So, dann können wir das noch ein bisschen laufen lassen hier. Da sind sie schon wieder am Kämpfen. Die Leike kämpft. Und wir haben gewonnen. Sehr schön. Die Leike hat's voll drauf. Jemand ist in eines eurer Gebäude eingebrochen. Wir haben bald schon 2000 Einfluss. Ich weiß gar nicht mehr, was wir brauchten. Ich glaube 800 weniger, das heißt 3200 oder 3400, irgendwie sowas. Und hier brauchten wir gerade mal so irgendwas in die Ende 60.000. Jemand hat euch beleidigt. Überschaubar. Und dann haben wir endlich den Baron-Titel. Jemand ist schon wieder eingebrochen. Einfühlsame Liebeslieder. Ich gucke noch mal ganz kurz ins Kassenbuch. Der bunte Haufen. Ja, der macht wenig Einnahme leider. Was ist hier los? Ein Familienmitglied wird angegriffen. Helga! Sehr schön. Und der Stadtgardist kommt direkt. Er hilft uns. Dankeschön. Ich hoffe, du liegst bequem. Unglaublich. Deswegen müssen wir auf jeden Fall gucken, dass wir hier uns noch ein bisschen aufrüsten. Natürlich wollen wir ein hartes Urteil haben. Da erwarten wir nichts Sachtes, Leichtes oder so. So, dann lassen wir dieses Jahr rumgehen. Ich bin ja schon wieder irgendjemandem am Folgen. Lassen wir dieses Jahr ein bisschen rumgehen. Und dann werden wir auf jeden Fall... Guck mal, was hier schon alles steht, ne? Ja, die haben über Lagerscheunen da schon Reihe umgebaut. Ich muss gucken, dass ich hier schnell meine Häuser gebaut kriege. Jemand ist in eines eurer Gebäude eingebrochen.
angebrochen. Mein Wohnhaus und alles, was ich bauen will. Jemand hat euch beleidigt. Und mein Lagerhaus will ich ja auch hierhin machen. Da wahrscheinlich hier mein Wohnhaus, da mein Lagerhaus. Mal gucken. Jemand hat versucht einzubrechen, jemand ist eingebrochen. Und das auch noch voll in die Garnisonen, weißt du? Das ist so, als würde ich im Polizeirevier versuchen wollen einzusteigen. Ich meine, da rechnet keiner mit. Vielleicht könnte das sogar klappen. Ein Familienmitglied wird angegriffen. Oh, und da haben wir den Herbst 1426. So, wir gucken mal. Hier wird jemand angegriffen. Kämpfen aber, ach, das sind zu zweit, kämpfen die auch noch. Unglaublich. Die Schepkas. Was für miese. Und da kommt uns jemand helfen. Sehr schön. Und da fallen sie alle. Lass sie liegen. Ich kann gerade. Ursel. Die arme Ursel. Ein Mitglied eurer Familie. Was? Wer ist gestorben? Wer ist gestorben? Ursel. Echt jetzt? Ursel ist jetzt gerade tatsächlich gestorben hier? Das ist traurig. Naja. War die nicht noch schwanger? Ich bin gerade beschäftigt. Ich, ja, natürlich war die schwanger. Oh Mann. Das ist echt hart. Na gut. Sehen wir das Positivste, war nur angeheiratet. Jetzt nicht, bitte. Das fuchst mich gerade so ein bisschen. Oh, hier ist 43%. Das heißt, wir werden jetzt hier einmal auf Kuss gehen. Ich mach das hier bei dieses Menü, das ist mir ein bisschen lieber. Erstmal nur mit dem. So. Ich kann du gehst einen Kuss machen, schön gemütlich. Jemand ist wieder eingebrochen bei uns. Diese Shepcastor. Das wird denen noch leid tun. Ja. Aber sowas von. So, perfekt. Und jetzt habt ihr 36%. Was? Ja, versuch das. Ich weiß nicht, was da jetzt passiert ist. Warum 36 schon wieder? 2 Uhr morgens und alles in Ordnung. Egal. Lass sie nach Hause laufen. Dann sollen sie es machen. Ich hoffe, es klappt. Weil der Ikram braucht auf jeden Fall Nachwuchs. Ich hätte gern, dass jede von den Familien wenigstens einen Nachwuchs hat. Jemand ist in eines eurer Gebäude eingebrochen. Alles in Ordnung. Ich bin gerade. Das hat nicht funktioniert. Das heißt, du arbeitest noch mal ein bisschen weiter. Euer Ansehen ist gewachsen. Jemand hat euch beleidigt. Das ist richtig. Jemand ist in eines eurer Gebäude eingebrochen. Die gute Ursel ist gestorben. Wir werden auf jeden Fall gucken müssen, dass wir hier unsere Leute ausrüsten. Das heißt, wir werden jetzt gucken, dass wir möglichst schnell das Geld zusammenkriegen. Dass hier bei uns eingebrochen wird. Wilken. Wir sind bei Wilken neutral. Das Oberland ist immer noch schwierig. Eingebrochen, 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 ey. So. Okay, also wir werden gucken, dass wir auf jeden Fall möglichst schnell das hinbekommen. Der Kaufleute hat uns eingeladen. Und ein Pamphlet gegen euch. Wir werden gucken, dass wir möglichst schnell das Geld hinbekommen. Dann werden wir, wenn wir das haben, schauen, dass diese Garnison, nee, nicht die ganze, die Schmiede hier, dass diese Schmiede anfängt, Rüstungen
herzustellen. Und Waffen. Rüstungen, Waffen und Goldketten. Das finde ich ist ziemlich gut. Eventuell auch eine Pistolen für jeden. Und dann werden wir alle ausrüsten. Also ein Eisenarmband brauche ich auch noch. Stimmt. Ja, und dann werden wir uns auf jeden Fall hier ausrüsten. Und dann kann uns so schnell keiner mehr was. Dann stelle ich die nämlich auf semi-manuell und lasse die einfach nur dick herstellen. Ja. Klingt gut. Finde ich gut. Aber erstmal brauchen wir dafür eine Menge Geld. Ah, ja, ja. Plus, plus, minus, minus. So heißt er jetzt. Wow. Okay, mit dem ist irgendwas Besonderes. Nein, das ist nicht. Der ist ganz normal. Ein ganz normaler kleiner Junge. Wie nennt man einen ganz normalen kleinen Jungen? Magnus. Magnus ist ein ganz normaler kleiner Junge. Was haben wir hier? Fernhandelgelegenheit. Die wollen wir erstmal nicht nutzen. Wir werden auf jeden Fall, wenn wir die Anfangsebene durch haben, werden wir ein bisschen was durchdachten. Wir werden auf jeden Fall mal Kriege mitmachen, gucken, dass wir uns hier in den Rang reinlaufen. Ich kann hier gerade gut möglich weg. Level up. Warte mal. Konzentration, Geschicklichkeit. Was erhöht die Fruchtbarkeit? Nee, ihr hört der Wert, bla bla, Charakter. Das gibt 5%, 5%, okay. Heimlichkeit, Geschick und Aufmerksamkeit. Wir geben dem tatsächlich mal Geschick. Dadurch kriegt er auch ein bisschen mehr Rüstung. Wir wollen ja nicht, dass der auch noch möglichst bald stirbt. Kann der inzwischen nochmal? Nee. Wollte nämlich sagen, noch wirkt der Tanz und der Kuss mit 5%. Schepka ist feindlich, ja. Die sind schuld, dass unsere Ursel gestorben ist. Natürlich sind wir da feindlich. Da sehe ich auch gar nichts anderes ein. Mein Amt ist unbesetzt. Jemand ist in eines eurer Gebäude eingebrochen in der Grobschmiede. Aber nicht in dieser. Podest, hört zu, Leute. Dieses Podest hätte ich ganz gern. Oder ich mache später mein eigenes irgendwo hier hin. Da irgendwo. Das ist gar nicht so schlecht. Oder hier vielleicht. Na, schauen wir mal. Da werden wir auf jeden Fall noch einen richtig schönen Ort finden, bin ich mir ganz sicher. So, wunderbar. Damit sind wir für diese Folge erstmal soweit durch. Wir haben ein bisschen was geschafft, das auf jeden Fall. Unsere aktuellen Sachen haben wir eigentlich ganz gut ausgebaut. Wir sind. Ich kann hier gerade. Legon hat halt geheiratet, der muss auf jeden Fall jetzt noch Nachwuchs bekommen. Ansonsten passt das ganz gut. Helga würde ich auf jeden Fall auch noch Nachwuchs geben. Allerdings nicht 17%ig. Das ist mir noch ein bisschen wenig, wobei das auch klappen kann. Wir machen momentan sehr viel Einfluss, dadurch, dass wir halt sehr viele Familienmitglieder haben. Wir brauchen aber bestimmt noch 500 Einfluss, meine ich, um genügend zu haben für den Baron-Titel. Und wir brauchen aber auch mindestens 30.000, eher 35.000, um uns den Baron generell leisten zu können. Das wird noch ein kleiner Weg werden. Hoffentlich schaffen wir das in der nächsten Folge. Sollte normalerweise klappen. Wir haben jetzt kaum noch Ausgaben für die nächste Zeit. Und wenn wir dann den Baron-Titel haben, dann haben wir erstmal so die
absolut wichtigsten Sachen. Wir können uns das Herrenhaus kaufen. Wir können dann anfangen, uns auszurüsten und so weiter. Das wird eigentlich ziemlich gut dann. Ja, ansonsten werden wir auf jeden Fall mal schauen, dass wir uns bald auch hier mal ins Buch der Stadt reinarbeiten. Das wäre ohnehin ein ziemlich guter Move, das mal zu machen. Wir können uns hier zum Beispiel drauf bewerben. Warum machen wir das nicht? Weil wir es gerade nicht können, weil wir keine Stufe des vorigen Rangs haben. Okay, alles klar. Das heißt, sobald das geht, bewerben wir uns hier irgendwo rein. Hier geht es zum Beispiel nicht mehr. Ist voll, ja, leider. Aber wir werden gucken, dass wir demnächst hier reinkommen. Und dann kriegen wir auch nochmal zusätzlich Gold und Einfluss vor allem. Und wir können diese verdammten Stadtgesetze ein bisschen beeinflussen, dass wir zum Beispiel auch sagen können, wir machen das Schutzgelderpressen legal. Das wird aber alles in den nächsten Folgen passieren. Ich wünsche euch was. Macht's gut, schwingt der Hut, grüß euch Jott, ich bin fort.